Dann den kannst du gar nicht in Gefahr bringen. Der ist schon in Gefahr. Ja, Scheiße, bin ich der wertvolle Spieler. Aber ich war auch lange im Panzer, muss ich sagen. Das hat mir gar nicht angerechnet. Ah, jetzt geht's auf einmal um so Objectives, ne? Ja, ja. Ja, ein Tor zerstören und so. Ehrenhaft Siege habe ich ein paar. Jetzt zählen deine ehrenhaften Siege? Damit ist der Todesritter immer noch wertvoller. So, mal gucken. Oh, shit. Oh. Ja, also wie viel wir gekriegt haben? 22.000. Ja, ihr müsst es nicht sagen. Oh, guck mal. Ich könnte doch Gymnastik-Kindertouren machen. Warum? Traust du mir das nicht zu? Wir begeben uns da auf ein ganz, ganz heiß Eis. Dann mache ich halt Bosse, was es auch immer ist. Bosse! Wie ging das Lied nochmal? Schuld war nur der Bossa Nova. Er war schuld daran. Güller, kannst du den Text wirklich? Es gibt so ein Lied. Das singe ich jetzt hier nur für unsere älteren Zuschauer. Schuld war nur der Bossa Nova. Er war schuld daran. Melodie kommt mir bekannt vor, aber dein Text? Das sind die Großmütterchen vom Fernseher und gucken die Let's Plays. Oh, wie awesome wäre das bitte? Von dem richtigen fetten Plasma-Fernseher Let's Play gucken. Ja, deshalb habe ich jetzt ja die Auflösung angepasst. Auch wie viele Leute mich hier strapazieren. Strafen? Budo könnte ich auch machen. Ich glaube, Budo ist sowas ähnliches wie Kendo, bin mir aber nicht sicher. Jazz Dance, oh, nice. Kann ich nicht. Jazz Dance, was war? Jedermannsport. Du hast damit auch die dummen Kinder angesprochen werden. Hier gibt es so drei verschiedene Beiträge. Hier gibt es einen für Erwachsene, für Jugend und für Passive. Ja? Die einfach nur mal so dabei stehen wollen bei Satzbank. Ich bin der reichste passive Sportler. Ja. Tischtennis. Bosseln, was könnte Bosseln sein? Vielleicht so Bier trinken oder was? Wie unfassbar geil das ist, so ein Let's Play, wo auf beiden Seiten Let's Play gemacht wird. Ja, wie geil das ist. Und man guckt sich das dann an. Holy shit. Wie gut das eigentlich auch fürs Spiel ist, um sich zu weiterzuentwickeln. Probieren wir mal zum Camp mit ihm, weißt du? Zum Bootcamp? Ja. Ja, vielleicht kommt's morgen schon. Das heißt, übermorgen kann ich es bei der Post abholen. Und einen Tag danach können wir auch spielen. Aber das wäre schon ziemlich krass zu schnell. Ich kann meinen Kopf gar nicht verarbeiten, so, oder? Sorry. Ja, so schon Probleme. Kannst du wieder Battleground eintragen? Bei den Netzen, ja. I don't care. Also mir jetzt kannst du Zufall nehmen. Ich nehm schon mal Zufall. Ne? Weil die Bonus-Ehre möchte ich mir nicht mehr entgehen lassen. Nein. Ich nehme mein! Man muss extra noch einen Abteilungsbeitrag leisten. Was ist das für ein Jewel Corp der Verein? Das will man rausfinden. Schwimmen und Wassergymnastik? Ich habe jetzt alle. Ich schwimme noch ein Eis.
Jo. Wo bist du auf einmal? Ah. Da muss ich doch gerade mal gucken, was ist die Sportart? Basteln. Wird das vielleicht Scoobys neue Sportart? Er kann ja tatsächlich unser Let's Play auf Deutsch angucken. Ja. Boah, der Vorteil. In einigen Regionen mit dem Begriff Kotschießen bezeichnen. Hä? Ach, Klotschießen. Oh. Na gut. Kotschießen. Boah, es geht schon los. Ziel des Spiels ist, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen. Hä? Achso, das ist so quasi wie Golf, nur ohne Schläger und mit einem anderen Ball, vielleicht. Wie doof ist das denn? So Ballwerfen nennen. Basteln wird in unterschiedlichen Varianten auf freien Flächen, Felder, Wiesen, öffentlichen Straßen und befestigten Wegen gespielt. Ursprünglich ist Basteln eine Mannschaftssportart. Als Einzelsportart wird auf Weite geworfen. Mhm. Disziplin, Feldkampf oder Standkampf. Oh. Ja, im Osten nennt man das scheinbar Weidebosseln oder Hallenbosseln. Kennst du dieses Spiel in Schottland oder so, wo sie so einen Fußball oder was haben, so einen Lederball? Und den, der muss, also die Stadt ist in zwei Mannschaften aufgeteilt. Ah, ja. Die müssen die einen das dahin und die anderen dahin bringen. Und das dann stundenlang. Das ist ein geiles Spiel. Würde ich richtig rumkloppen. Ja, das sind noch bei Zirioten, glaube ich. Ist alles erlaubt, dass nur niemand tötet. Basteln wurde auch in der Literatur erwähnt, nämlich in der Novelle Der Schimmelreiter. Tja, Junge. Wie habe ich mir das jetzt wirklich... Oh, da gibt es eine richtige Meisterschaft, Europameisterschaft. Da gibt es ein extra Straßenhinweisschild. Das ist so Achtungsschild, Bosselspiele. Das ist aus Friesland gestammt, da scheinbar. Na, die fahren da eh noch mit Schubkarren. Oder Schubkarren. Ich weiß nicht. Ich bin Schubikarre erfunden. Kühlklopp Schubikarre, mein Name. Wer ist denn so ein Ding? 25 Gramm? Hä? Das ist für eine Pussy. Pussy Spoller. Mein Pferd hat nicht funktioniert. Jetzt mein Greif weg. Ah. Wohin? Weiß ich nicht. Cool, ich folge dir. Recht. Wenn ein Deutscher nicht weiß, wohin, geht er rechts. Wenn du vom rechten Pfad abkommst, brauchst du einen guten Führer. Ich habe einen Führerschein. Cool, ich arbeite auch für Deutschland. Ich habe einen Personalausweis. Ja, da ist ein Truppenausweis irgendwie noch patriotischer. Ja, das halt alles die... Marktwirtschaft, ne? Der Kapitalismus, der macht alles kaputt. Oh. Tja! Koja? Koja, lass dich nicht verarschen. Bist du da noch? Ich bin da noch. Ich bin da nicht alleine. Boah, ja, jetzt bin ich hier alleine. Holy Scheiße. Scooby macht 3K Crits an Rockstar. Lalalala. Boah, geflaggt. Nice. Hallo Kurve. Ein Kontakt. Oh. Ist ein Rogue, ja, okay. Hast du dann aber auch das Problem nicht mehr in der Arena gegen Rogues, dass du dann doch so gelackschottet wirst? Yep. Du einfach mal Platte trägst.
Und Aura der Vergeltung. Also wenn du dann nämlich wieder One-on-One gegen einen Rogue stehen bleibst, dann kannst du dich wegpumpen. Lalalala, nein, ich finde ja hier einen Schamanen, oder? Und einen Affen. Oh, Hilfe. Nice. Gegenschlag. Schau nicht, soll ich das vor. Und dass er sich gegen Stoß, was er benutzt hat. Ja, ich glaube, er hat echt militärisch eigentlich voll die Ahnung. Nur Man of War kann das noch nicht so gut umsetzen. Das fehlt auch so Micromanagement nicht so. Ich glaube, das hat er eigentlich drauf. Ich habe erfahren, er hat damals so Gozumes Starcraft gespielt. Ja. Damit hat er angefangen irgendwie, dann hat er nichts mehr gespielt und seine historische Freude an Historie hat ihn dann zu Rome Total War geleitet. Und da ging es dann los. So, wo gehen wir hin? Ich in der Mitte. Ja, Mitte ist eigentlich gut. Wir haben drei Tower. Versuchen wir die hier ein bisschen auch zu committen. Na, das ging schnell. Irgendeiner kann hier die Flagge holen, das ist mir nicht Wumpe. Aber wir flaggen sogar das letzte Ding. Wir können den eigentlich mal hier ruhig in den Flanke fallen. Wir haben Lila. Scheiße, was ist denn im Vorteil? Oh Mann, Silence, kann ich keine Bubble benutzen. Damn, ich hätte bevor überhaupt irgendwas durchkommt, hätte ich einmal vieren sollen. Okay, ich bin gleich schon wieder da. Ich bin gerade am Sterben. Nein! 18 Sekunden ist okay, ist okay. Ja, mich würde mal interessieren, wie viel Deutsch er versteht. Wir haben alle vier. Weiß, jetzt wird es schon nur noch drei. Ach. Ach, was. Ich würde vorschlagen, wir rennen gleich mal zu der Basis, die da direkt wird, Blutelfenturm. Jo. Sehe bei mir, ja. Nice. Die Franzosen sind almost ganz, wird mir ja gesagt. Clumsy? Ah, clumsy. Ist das nicht ungeschickt? Ja. Aber das habe ich nicht gesagt. Ja, schön.